What's up, guys? It's Chosen Jacobs here, and you are watching GameStop Zing. Thank you, GameStop, for the Funko Pop doll. I'm excited. Hey, this is Robin Lord Taylor, and everyone needs to check out GameStop Zing YouTube channel. Hey, this is Oscar Chow, and you're watching GameStop Zing on YouTube. Ich bin Vince von GameStop und diesmal ist Amanda wieder mit am Start. Amanda, was geht hier so? Erzähl mal, was haben wir cool? Wir sind auf der Comic-Con in Dortmund und hier geht's rund. Ja, tatsächlich ist es sogar ein bisschen krasser. Wir führen euch mal ein bisschen rum, denn ich war ja mittlerweile schon bei 1, 2, 3, 10 Comic-Cons. Und wenn sich etwas entwickelt hat, dann ist das der Stand von GameStop. Oh ja. Ja, ne? Also ja, absolut, nicht absolut. Normal, Leute. Angefangen hat das mit Zelten. Auf jeden Fall hat sich der Stand so krass entwickelt. Wir haben alles, was wir brauchen, damit es cool ist. Wir haben LEDs, wir haben Flatscreens, wir haben jede Menge Merch, wir haben eine Menge Kassen, damit auch alles zacki-zacki läuft. Wir haben eine Funko-Fotobox, wir haben Anzockstationen für Borderlands 2, eine Chill-Out-Area, auf der wir hier gerade stehen. Zu dieser Borderlands 2 Anzockstation, da gehen wir mal hin, weil die ist nämlich gar nicht Standard. Da geht's richtig ab. Ja, gehen wir mal weiter. Da hinten schauen wir uns mal den Kassenbereich an. Ich will ja nicht sagen, ne, aber ich bin echt froh, dass ich hier stehe und nicht da. Weil ich glaube, das ist viel anstrengender als alles, was ich hier tue. Siehst du auch so, ne? Ja. Mach nicht so viel, ne? Viel Spaß, bis später. Der Grund, warum natürlich die meisten heute hier sind, ist die neue Thor Funko Pop Figur. Die gibt es sonst nirgendwo, nur bei GameStop hier auf dem Stand. Und die ist abnormal geil. Und ich zeige euch natürlich auch mal ein paar geile Szenen davon. Aber nicht nur, dass wir hier wirklich einen richtig, richtig coolen Stand aufgebaut haben, wir können auch direkt mit den Stars quatschen, die ganzen VIPs, die Schauspieler, mit denen dürfen wir ein bisschen quatschen und wenn es richtig gut läuft, haben wir auch noch eine richtig coole Überraschung. Two? Did you lost weight? No. Well, the difference is uncanny. You look, really? Yeah, really, you look like a whole other person, really. Wow, that's pretty cool. So, okay. I am totally scared of horror films. Me too. Yeah, really? Yeah. No, you're kidding me. I only have one car. What kind is it? The Crossfire. Crossfire? Yeah. The Chrysler Crossfire? You live in Germany and you buy a Chrysler Crossfire? Holy I want to be exotic. That is exotic. Yeah, so that's awesome. Did you know that we already met twice yesterday? We met twice yesterday? We met twice. Should I give you a little bit feedback what happened? Sure. Okay. I was running down the hallway. Mm-hmm. And I remember this. Yeah, and you came out of the restroom. Right. And you were like, hey mate, I'm lost. I know, you were like, you were the only person because I couldn't find any of the handlers. And so I was like, I know you. Yeah, yeah. You know where things are. Yeah. So my question is, do you get lost a lot? Do you want to do me a private favor? What's that? My girlfriend is a huge fan of Dexter. So if you want to greet her, just point in the camera and say, hey,
thanks. Some greetings for her, maybe. Hey, girlfriend. Thanks. I appreciate you liking Dexter. He didn't even fucking remember your name. He said, my girlfriend, tell her thanks. Okay, thanks, girlfriend. Can I say that? You look way better now than then? No, I can't, right? I'll take it. I can't? Okay, no, you can, I'll okay. I'll take it, that's great. Yeah, better, okay. Better that way than the other way, right? Well, I wouldn't say that, so you wouldn't know. Yeah, you're right. So, yeah. What's your favorite game you ever played? Either COD or Spider-Man. Which one? The new one that oh, just came it's out. Oh, it's awesome, right? Yes, I love it. It's amazing. Great game. Yeah, like, it's amazing. Spider-Man. Amazing Spider-Man, exactly. He doesn't even remember who you are. You could be one of like 19 chicks. He gets them all mixed up. So just generally, his girlfriend. So basically, that's for all 19. They won't fucking know, right? But you spoil it right now. No, dude, they love you so much. Yeah. This is what they're gonna do. They're gonna go, oh my, he was kidding, right? And you're gonna go, of course, baby. Ich habe euch ja vorhin eigentlich gesagt, dass es hier voll war. Ich habe mich geirrt. Tatsächlich ist jetzt gerade richtig viel los und ich zeige euch einfach mal, wie GameStop die Comic-Con feiert. Also los! Das war der erste Teil unseres Vlogs von der Comic-Con 2019 in Dortmund. Im Video nächste Woche sind wir unter anderem unterwegs, eine Unterschrift von Jigsaw zu ergattern. Das lief nicht ganz so wie geplant. Außerdem gab es auch noch einen riesigen Flashmob direkt an unserem GameStop-Stand. Und generell habe ich noch viel mehr von der Comic-Con 2019 zu zeigen. Abonniert also direkt den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert das Video. Aktiviert die Glocke, ihr kennt das Spiel, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Im Video hatte ich es kurz angedeutet. Tatsächlich haben wir von ganz vielen Stars die Unterschriften sammeln können. Unter anderem haben Kevin Nash, der Pinguin aus Gotham, auf der exklusiven Thor Funko Pop Figur unterschrieben und diese verlosen wir. Nächste Woche beginnen dafür die ersten Gewinnspiele. Ihr könnt auf unseren Social Media Kanälen eine von den exklusiven Thor Funko Pop Figuren ergattern mit der Unterschrift eures Lieblingsschauspielers. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende, frohe Ostern. Das war's von mir. Bis dann. Ciao.